So, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Projekt Titanfall, der Multiplayer, eventuell auch noch Multiplayer Kampagne soll es ja auch geben. Ich habe mich da noch nicht schlau gemacht. Auf jeden Fall Multiplayer, Team Deathmatch, alles was es da gibt. Ich denke mal, da werde ich alles ausprobieren. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich wirklich jedes einzelne Gameplay aufnehmen will und hochladen will. Also wird es da jedes einzelne Spiel geben. Dazu sei gleich mal gesagt, wer schon mal ein Let's Play von mir gesehen hat, der weiß es. Ich bin am PC nicht der beste Schütze. Ich habe 5 Jahre lang an der PS3 Call of Duty und Battlefield und alle möglichen Ego-Shooter gespielt, aber halt nicht am PC. Und davor auch nicht wirklich viel, deswegen bin ich teilweise echt einfach scheiße. Es hat sich aber schon gebessert. Seit einem Jahr mache ich jetzt wieder mehr am PC. Ups, das war mein Mikro. Und von daher hat es sich durchaus schon gebessert. Insgesamt sind meine Gameplays allerdings sehr sporadisch. Also es wird da teilweise echt Gameplays geben, wo ich keinen Kill zustande kriege. Und es wird wahrscheinlich Gameplays geben, wo ich unaufhaltbar bin. Das war bei Call of Duty so, das war bei Battlefield so und ich rechne mal damit, dass es bei Titanfall auch so ist. Zumindest war es schon in der Beta so, die ich auch gespielt habe. Genau, heute habe ich noch ein zusätzliches Handicap. Ich habe eine Blase an meinem rechten Daumen. Genau da, wo die Maus natürlich endet, ist die Blase. Ist ein bisschen unangenehm, aber brennt zum Glück nicht mehr. Habe ein Pflaster drüber geklebt. Geht jetzt einigermaßen. Ja, und dann noch eine allerletzte Sache. Ich benutze jetzt nur das Programm zur Aufnahme. Ich muss mal gucken, wie es damit läuft, ob es besser läuft oder nicht. Das werde ich dann so nach 3-4 Folgen mal schauen. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht, kam hier gerade. Genau für sowas hasse ich Windows, wenn dann damit einmal einfach so ein Update kommt. Und wieso ist hier gerade keine Musik? Das finde ich mysteriös. Ja. Ach so, Musik? Nee, Musik soll an. Ah, da haben wir es, da haben wir es. Sehr schön. Deswegen war das aus. Jetzt habe ich wieder vollkommen den Faden verloren. Genau, kurz nach Mitternacht. Ich bin arschmüde, habe letzte Nacht schon kaum gepennt und habe jetzt auch schon Energy Drink drin, aber wirkt trotzdem nicht wirklich. Deswegen werde ich jetzt 2-4 Spiele spielen, dann pennen gehen und am Morgen einfach weiter suchten. Dann kann ich auch gleich gucken, wie die Aufnahme geworden ist, ob es mir gefällt mit dem Programm oder ob ich wieder auf Fraps umsteige. Muss ich da mal sehen. Bei Battlefield haben mir die Aufnahmen eigentlich ganz gut gefallen von der Qualität her. Aber jetzt erstmal Intro.
Ja, das Intro hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt, also normalerweise kann man ja bei Shootern die Story eher nicht so wahrnehmen. Ernst nehmen, eher. Aber sobald es eigentlich ums Weltall geht oder so, bin ich immer ganz Ohr. Das finde ich nämlich immer, das bietet halt Möglichkeiten ohne Ende. Finde ich immer eigentlich ganz interessant. Mal schauen, wie die Story wird. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Ich spiele das Spiel nämlich auf Englisch. Habe mich dazu entschieden. Wer ein Problem damit hat, muss es sicher nicht angucken. Ich fand es einfach so besser. Ich hatte Bock, es auf Englisch zu spielen. So, aber jetzt kommt, glaube ich, erstmal hier Training. Ich glaube, das muss jeder dann halt irgendwie am Anfang einmal machen. Erklärt so ein bisschen die Grundlagen. Das kam zumindest in der Beta dran. Ich weiß auch nicht, ob man das umgehen kann. Später kann man es nochmal halt durchführen, aber ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Nicht? Wenn der dann mit Laden gleich mal fertig ist. Ladezeiten sind bei mir in dem Spiel recht hoch, wie ich feststellen musste. Aus irgendeinem Grund. Ich spiele mit maximalen Einstellungen. Was? Alter, durch die Aufnahme ist dann natürlich noch ein bisschen. Das einzig richtig Nervige ist, dass meine Einstellungen von der Beta nicht abgespeichert worden sind. Possession by an individual is a class 1 felony. Yeah. Welcome to the Hammond Pilot Certification Simulator. Warning, unregistered user detected. Key accepted. Training pod is authorized. Welcome, pilot. To calibrate the AR display, please look at each of the red lights. Would you like to reverse the vertical look input? Nein, Visual calibration complete. Simulator initializing. Genau, jetzt geht's erstmal mit dem Training los. Fand ich ganz in Ordnung, dass sie sowas eingebaut haben, aber Zwang. Oder ich weiß nicht, ob es Zwang ist, aber ich konnte es nicht. You are free to move around the simulation. Please walk through the tunnel in front of you. Ja, komm, gehen. Sprint through the tunnel. Da wird einem halt jetzt jede Kleinigkeit erklärt. Jump over the obstacle. For greater distance, jump while sprinting. Ups. Ja. Jump toward the edge of a surface to pull yourself up. So, das ist schon geschafft. Ja, Wall Running ist auch ein ganz As a pilot, your most important piece of gear is your jump kit, which allows you to run on walls. Ist nämlich Wall run across the gap mit, to proceed. Oder in dem Spiel ist halt auch Parkour Running ein wichtiges Wall Element. Runs can be chained together to travel farther. Try jumping from one wall run directly into another. Aber, ja. Oh. Ja, das war natürlich genial. Wall run, then jump off the wall towards the ledge. This will give you enough height to mantle onto the ledge. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber es ist auch ganz gut, wenn ich jetzt hier irgendwie halt merke, die Einstellungen sind noch ein bisschen scheiße von der Aufnahme her. Use sprinting, jumping and wall running to make your way to the exit. Dann habe ich da zumindest nicht irgendwas schon verschwendet für die erste Aufnahme oder so. Completion requirements met. Sondern für das Training. Das ist dann scheißegal. Double Jump. Oh ja. Hat man so ein geiles kleines Jetpack da irgendwie. Jump Kits extend your natural jumping ability. You can jump once more after leaving the ground. To cover even more distance, wait longer before starting the second jump. Double Jump and mantle into the hole above to proceed. Ah, er ist fast fertig geworden mit seinem Text. Free from double jump. Use wall running and double jumping to make your way to the exit. So. You made very good time. Oh, ja. You appear quite adept at rapid environment navigation. Ja, cloaking, making yourself nearly invisible, is essential to pilot survival. Man kann sich unsichtbar machen. Mhm.
Well done. Cloaking does not last forever. Genau, look at your cloak meter on the bottom left of your screen to monitor your remaining cloak time. Ist halt eine Spezialfähigkeit, da kann man glaube ich auch noch andere einstellen. Hatte ich mich jetzt in der Beta nicht so mit beschäftigt, war mir relativ latte. In close quarters situations, you can kill silently with a melee attack. Get close to the target to melee. Geht ja. If you melee an opponent from behind, you will perform an execution. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more risk of death. To continue, please pull your weapon. The weapon is empty. Load a fresh magazine. This is the smart pistol, an auto-targeting weapon. Get close enough to a valid target, and the smart pistol will start locking on. Wait for a full lock before pulling the trigger. Use your smart pistol to neutralize the target. Target eliminated. The smart pistol can lock on to more than one target. Eliminate all of the targets with your smart pistol. Targets neutralized. Some enemies, especially pilots, require multiple locks to kill with one trigger pull. Kill the pilot with your smart pistol. Target down. Bam. Oh ja. Ja. In der Beta hatte ich auch mal das Scharfschützengewehr ausprobiert. Switch to your rifle. Finde ich total unnötig in dem Spiel. So. Destroy all of the targets in the shooting range. Oh ja, da sieht man. All targets eliminated without a magazine swap. Your ammunition. Boah, Mann, ey, da hat sich mal wieder Windows-Updater hier gemeldet. Granatenwerfen kommt als nächstes dran. Throw a grenade into each of the windows. War das unten erstmal rein? Ja, unten erstmal. Ich war da erstmal überrascht, wie gerade die fliegen quasi. Ich hab das mit, weil ich in letzter Zeit halt ganz viel Battlefield gespielt habe. Hatte ich dann nur im Kopf, dass die einen anderen Bogen kriegen. Combat scenario initialized. Destroy all opposition in the area. Das war echt. Your mini-map is located in the upper left corner of your AR display. Look for the small dots on your mini-map to find all the enemy troops. Oh ja. Ja, ist schon echt witzig, aber ich weiß nicht, online kam ich damit nicht so richtig klar. Ups. Nee, nee. Minimal damage sustained during live fire exercise. Well done. Ja, so sieht's aus. Well done. Combat scenario initialized. Hostile Titanfall imminent. Titans will not take substantial damage from small arms fire. Switch to your anti-Titan weapon. Genau, das ist auch ein ziemlich dickes Ding. Wie wir diesen Sound in die Runde. Destroy the Titan with your anti-Titan weapon. For this certification, death simulation has been disabled. As okay. A pilot, when your view screen tints red, you are close to death. Avoid taking damage for a short time, and your health will restabilize. Once the red tint on your screen fades away, you have fully recovered. Good job. Taking on a Titan is very dangerous, even with the right weaponry. Pilots earn credit towards their next Titan drop by engaging in combat. Once your Titan is built, you can drop your Titan onto the battlefield. To continue, please initiate Titanfall. Wo war das? Look to the sky to watch your Titan fall into battle. Get close to your Titan to mount up. Titans are designed to be a natural extension of the pilot. Firing your Titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon.
kill the hostiles arriving in drop pods. Der 40mm Kanone war das, glaube ich. Meine Lieblingswaffe. Combat Scenario complete. Das normale Gewehr fand ich einfach nur beschissen, muss ich sagen. Das hat mir richtig geil gefallen. Also der Raketenwerfer und die 40mm Kanone. Titans can dash laterally to perform fast directional changes. Please dash to the left. Dash to your right. Dash backwards. The dash meter is located beneath the crosshair on the Titan cockpit display. Each blue box represents one dash. Good job. Please proceed to the exit. Titans frequently dash to avoid threats in combat. Move down the hallway while avoiding the rockets. Wollte er jetzt überhaupt? Bam. Ha! Sehr schön. Hatte ich damals in der Beta nicht ganz gepeilt. Und to defend against ranged threats, Titans can be equipped with the Vortex Shield. This weapon absorbs incoming ballistics for a limited time, then refires them. Oh ja. Well played. Bad. Ja, die Titans kann man natürlich nicht nur selber steuern, sondern skilled pilots often disembark from their Titans on the battlefield. To continue, disembark from your Titan. Head into the control room to open the gate for your Titan. Oops. Das fand ich auch richtig cool, als ich das hier gesehen habe. Hat das Stil mit dem Messer hacken da. Pilots can control their Titan's AI when they are on foot. The AI can be toggled to follow you or guard its current location. The lower right corner of your pilot HUD displays your Titan's current AI mode. Put your Titan into follow mode and it will follow you through the gate. When your Titan is in follow mode, it will try to stay close to your position. Get close to your Titan and re-embark. Real life trailer. To continue, pilot your Titan to the exit. Jo, krieg ich grad so noch hin, ne? Ach ja, und Titan Combat natürlich auch noch. Titans also carry offhand weapons into combat. These weapons can be fired at times when primary weapons are unavailable, which enhances your Titan's combat effectiveness. Be sure to deploy offhand weapons to maximize your firepower in combat. Mm-hmm. Prepare for your final combat test. Try to use all of the skills you have learned. Enemy Titan shields temporarily disabled. Be net. Wave survived. So. Prepare for the next wave. Next wave incoming. Ach, das war so lange überlegen wie möglich. Enemy Titans may now appear with more advanced weapons. So, warte,
for as long as you can. Ja, da hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich einfach so irgendwann aufgegeben. Ne? Geil. Titan has a shield that deflects incoming damage. Your shield bar wraps above the health bar at the top center of your HUD. If you avoid taking damage for a short time, your shields will recharge. The best pilots will monitor their Titan's shields in combat, taking breaks to recharge as necessary. Ja. Ja, der Schild regeneriert sich schließlich, aber das geht weitestgehend überhaupt nicht. Your Titan's health bar status is located at the top center of your HUD. Notice that when your health bar goes down, it will not replenish. Once your health bar is depleted, your Titan is doomed to die shortly. Wave survived. Prepare for the next wave. Da kommen da jetzt ehrlich so lange Waves, bis ich Game Over bin. Next wave incoming. Enemy Titan shields online. Use caution. Nur einer? Nur einer. Your Titan is critically damaged. Combat veterans refer to this as doom state. Your Titan will inevitably self-destruct once it is doomed. When you eject, you can use the higher vantage point to plan your next move. Ja, das Geile ist, excellent. Man kann auch den noch mit, your pilot combat certification is complete. Explosion ausstatten, dass der nuklear explodiert und noch mehr Schaden anrichtet, hatte ich jedes Mal genommen und dann einfach, wenn er K.O. war, irgendwie eine Gruppe von drei. For your safety, please stay in the training pod to regain your equilibrium. Richtig geil. Ja, das war das Training. Und ich denke mal, ich werde das hier gleich auf. All in, listen up. We're 5 minutes out from Horizon Station. Pilots, this is your stop. You got 10 minutes to collect your gear and get off my boat. Welcome to the frontier. So, bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht mit den Spielmodi. Ich wollte mich da einfach deswegen Play Campaign, Play Classic. Genau, Piloten kann man natürlich auch noch sich nachher eigene zusammenstellen und eigene Titanen bauen. Genau, der hier war das. Den Tank fand ich voll geil. Aber ich glaube, der hatte auch Nuclear Injection. Ja, dann beende ich hier mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis gleich.